Tja, ihr Lieben, wir haben eine neue Woche vor uns und das ist wunderbar. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Offene Sendung, heute Nacht 0130 2911, Telefonnummer, Faxnummer 0130 1151 22. Erster Anrufer heute Nacht, Ralf, und der ist 31 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen, Jürgen. Ralf, hi. Dein Thema? Ich habe Albträume. Welcher Art? Ich war Söldner in Jugoslawien. Mhm. Wann warst du da? Vor 3-4 Jahren. Mhm. Wie lange warst du da? Nicht ganz ein Jahr. Wie kam es dazu, dass du dort hingegangen bist? Ja, nach meiner Bundeswehrzeit hatte ich keinen Arbeitsplatz. Und da wurden solche Adressen gehandelt. Mhm. Wer hat die gehandelt? Kameraden. Also innerhalb der Bundeswehr? Ja. Mhm. Ja, und dann... Und was waren das genau für Adressen? An wen hat man sich dann gewendet, wenn man eine solche Adresse benutzt hat? Ja, das waren solche Heimatvereine. Mhm. Von Kroaten. Mhm. Also ich war für die kroatische Seite tätig. Mhm. Dann hast du dich an eine solche Adresse gewandt. Und wie ging das dann weiter? Ja, das... hat man so eine Adresse hinterlassen, wurde befragt, mhm, welche Ausbildung man genau hat. Mhm. Und dann wurde man nach 2-3 Wochen angeschrieben, bekam dann ein Ticket und wurde dann darunter verfrachtet. Mhm. Also es gab kein Gespräch, kein Vorgespräch in Deutschland, sondern du bist dann direkt nach Kroatien gefahren. Richtig. Mhm. Wie ging das dann weiter, als du dort angekommen warst? Ja, da wurden wir erstmal eingewiesen. Da waren ja noch mehr Ausländer tätig. Mhm. Und dann wurden wir direkt an die Front verfrachtet. Mhm. Kannst du dich erinnern an deinen allerersten Einsatz, deinen ersten Tag, was da abging? Erster Tag? Ja, gut, erster Einsatz. Das waren eigentlich nur Feuergefechte. Mhm. So über die, mhm, Distanz. Nun sagtest du gerade am Anfang unseres Gespräches, dein Thema sind Albträume. Richtig. Daraus schließe ich, dass du, und das ist ja auch zu vermuten, dass du ziemlich schlimme Dinge erlebt hast dort unten, gesehen, ja, hast, gemacht hast. Erzähl dir darüber. Also, was das Schlimmste für mich war und was das Ganze jetzt eigentlich wieder aufgewühlt hat, das waren diese Dinge in Kosovo. Mhm. Weil, ich habe dort einige Tote gesehen, Zivilisten halt, mhm, die da von den Serben, ich will jetzt nicht irgendeine Seite beschuldigen oder so, die da von den Serben einfach halt umgebracht worden sind. Mhm. Das hast du hast die Leichen gesehen? Richtig. Mhm. Hast du denn selbst Menschen auch gezielt umgebracht? Nee, jetzt von Angesicht zu Angesicht eigentlich nicht. Weil, aber innerhalb der Kampfhandlungen vermutlich schon? Ja, mhm, wahrscheinlich. Das weißt du aber nicht, da kannst du gar keine Zahl schätzen, wie viel... Nee, das waren ja immer Feuergefechte und wie da die Wirkung jetzt genau war, mhm, oder wen es da getroffen hat, das schlecht einzuschätzen. Mhm. Also eines der schlimmen Bilder, welches dir immer wieder in den Sinn kommt, ist das gerade beschriebene, als du diese Toten da gesehen hast. Mhm. Und was noch? Ja gut, das war halt, waren Frauen, Kinder, auch ältere Männer, die halt an Händen und Füßen mit Draht gefesselt waren und denen man halt die Köpfe eingeschlagen hat. Die sind daran gestorben, man hat sie bei lebendigem Leibe erschlagen. Ja. Mhm. Sehr wahrscheinlich. Mhm. Mhm. Was ist dann mit diesen Leichen passiert? Ja, das wurde hier von irgendwelchen kroatischen Stellen dann aufgenommen, schätze ich mal. Mhm. Weil das war ja alles Gebiet, das von den Serben erst besetzt war und dann zurückerobert wurde. Mhm. Was gehörte noch zu deinen Aufgaben? Was musstest du machen? Ja, Ausbildung teilweise sogar. Mhm.
hast also das, was du dann hier auch bei der Bundeswehr gelernt hast, dort weitergegeben. Richtig. Mhm. Was hat dich bewogen, dann die Sache nach dem besagten Zeitraum zu beenden, abzubrechen? Ja, halt diese Erlebnisse. Mhm. Die ermordeten Zivilisten und auch, man hat dann auch viel gehört. Ja, und ich habe das immer also als real empfunden oder wahr, mhm, was einem da erzählt wurde, weil das waren teilweise Zivilisten, die uns dann immer erzählten, was da vorgefallen war. Mhm. Da ist von Erschießung die Rede gewesen, mhm, in irgendwelchen Steinbrüchen an der Donau. Mhm. Hat man dich dann so einfach gehen lassen? Nein, oder? Ich habe mich dort abgesetzt. Mhm. Was hätte dir eine Strafe gedroht, wenn du das offengelegt hättest, dass du gehen möchtest? Das weiß ich jetzt nicht, aber ich schätze mal schon, ja. Und wie haut man dann dort ab? Ist das nicht sehr kompliziert? Ja, doch, das geht. Mhm. Plagt dich heute im Nachhinein auch ein schlechtes Gewissen, dass du das gemacht hast und dich somit auch an einem Krieg, an diesem Krieg beteiligt hast? Du, ganz ehrlich, eigentlich nicht. Also für die gute Sache siehst du immer noch, für die du damals gekämpft hast. Ja, das war auch mit einem Beweggrund, um da runterzugehen. Mhm. Als du dann zurückgekommen bist nach Deutschland, bist du hier ganz offen mit dieser dann deiner Vergangenheit umgegangen? Nee. Warum nicht? Ja, man weiß ja nie genau, was passiert, wenn man da offen von erzählt. Mhm. Wer weiß das denn überhaupt in deinem Umfeld, aus deinem Umfeld? Ich schätze mal so gut wie keiner. Mhm. Das ist ein guter Freund, der davon weiß, aber auch sonst weiß es keiner. Hast du eine Freundin? Zurzeit ja. Und die weiß es auch nicht? Nee. Stelle ich mir auch schwierig vor, ne? So etwas Gravierendes, was man erlebt hat, mein Leben dann zu verheimlichen. Ja, ich habe da schon mal Probleme während meiner Bundeswehrzeit gehabt mit Frauen halt. Weil sind ziemlich wenige Frauen begeistert von. Wenn jemand zur Armee geht. Ist, ja. Wie ist das eigentlich rechtlich? Ist das rechtlich als Bundesbürger in Ordnung? Kann man das einfach dann... Das weiß ich nicht, aber ich glaube mal, für die Fremdenlegion darf nicht geworben werden. Mhm. Wer es macht, der glaube ich, angezeigt oder bestraft oder wie auch immer. Mm. Ob das so in Ordnung ist, das kann ich selbst gar nicht sagen. Was machst du jetzt? Wie hast du hier wieder Fuß gefasst danach? Ja, das war eigentlich ziemlich schwer am Anfang. Ich habe hier einen Job gesucht, einen neuen. Mm. Ja, und da ging es eigentlich weiter. Man hat das Ganze dann eigentlich verdrängt und wodurch das jetzt eigentlich wieder hochkam, das waren diese die erneuten Bilder jetzt. Die Sachen im Kosovo, ja. Mm, Ja, und vor allem sind da immer noch dieselben Leute dran, die eigentlich für diese ganzen Erschießungen oder Säuberungen verantwortlich sind. Mm. Ob das der Milosevic ist oder wie die alle heißen. Mm. Soweit ich informiert bin, nun blickt ja eigentlich gar kein Mensch mehr durch, was da unten, wer mit wem, gegen und warum. Mm. Waren die Kroaten noch nicht im Kosovo? Die Kroaten im Kosovo? Nee. Ich dachte, ich hätte es gerade so verstanden, dass du es gesagt hättest. Nee, das Ganze, was das eigentlich wieder hochgebracht hat. Was es hochgebracht hat, ja. Diese Bilder von diesen erschossenen Frauen, Kindern, was da. Ralf, du hast es niemandem erzählt. Daraus schließe ich, dass du natürlich auch nie dich jemandem, einem Arzt oder Therapeuten anvertraut hast, um diese Erlebnisse zu verarbeiten. Das hast du nicht. Ich möchte dir gerne anbieten, dass du jetzt gleich mit meinem Psychologen darüber redest. Mhm. Denn wenn das noch ein größeres Ausmaß annimmt und dich so sehr bestimmt oder beherrscht, wirst du über kurz oder lang vermutlich so etwas machen müssen. Mhm. Wie oft kommen dir denn diese Erinnerungen hoch? Ja, wie gesagt, ich habe das Ganze eigentlich jetzt verdrängt gehabt. Mhm. Hast du diese Albträume denn also nächtlich, jede Nacht? Nee, nicht immer. Das war letzte Zeit, sagen wir, nicht mehr so oft, aber jetzt halt durch diese Sachen im Kosovo wurde das eigentlich jetzt wieder so hochgerührt. Ich habe noch eine Schlussfrage an dich. Du
kannst das natürlich dann noch, vielleicht noch authentischer einordnen, die ganze Sache. Hältst du es für möglich, dass durch den neuen Konflikt die ganze Sache wieder ins Brennen gerät da unten? Das finde ich möglich, ja. Mhm. Wenn da keiner nachgibt, von beiden Seiten. Und ich schätze mal, also wie gesagt, ich will keine Seite verurteilen, aber ich glaube, die meisten Kriegsverbrecher, die kommen eigentlich da unten aus Serbien. Mhm. Wenn die nicht nachgeben, dann kann das Ganze eigentlich wieder ins Laufen kommen. Ja. Lieber Ralf, Verfahren geht so, du weißt es vielleicht, du legst bitte auf und der Peter Ossianowski, mein Psychologe, wird dich gleich zurückrufen. Okay. Alles Gute. Danke, tschüss. Ciao. Heiko, 31. Heiko? Ja, hallo. Guten Morgen, wir sind dran. Hi. Guten Morgen. Also, dein Thema. Also, Domian, erstmal vielen Dank dafür, dass ihr mich zurückgerufen habt. Mhm. Denn ich hoffe ein wenig vielleicht auch auf Hilfe von dir in der Weise, dass ich vielleicht über deine Sendung Kontakt zu Leuten finde, die schon mal in einer ähnlichen Situation waren, wie ich es jetzt bin oder wie wir es jetzt sind. Beschreibe mir die Situation, in der du bist. Die auch gemeistert haben. Also, vielleicht erst zur Erklärung, ich bin schwul, bin das schon seit vielen Jahren und habe also auch damit noch nie ein Problem gehabt, jetzt so, dass ich jetzt selbst mich selber angezweifelt habe oder gesagt habe, okay, das kann nicht sein, ich komme damit nicht klar oder so. Mhm. Und ich habe einige Versuche hinter mir, eine Partnerschaft aufzubauen. Mhm. Meistens über kurz oder lang ging das leider nicht so erfolgreich zu Ende. Mhm. Und habe jetzt vor etwas mehr als einem halben Jahr einen Jungen kennengelernt. Er ist ein wenig jünger als ich und habe mich ziemlich sterblich, muss ich sagen, so richtig toll in ihn verliebt. Mhm. Ja. Und er liebt mich auch. Und an sich könnten wir an der Stelle sagen, alles ist toll, alle sind glücklich. Ja. Aber du hast angerufen, da ist irgendwas im Busche. Ja, genau. Es gibt ein Problem. Und zwar liebt er nicht mich allein, sondern er ist bisexuell und er liebt auch noch ein Mädchen, das schon seit vielen, vielen Jahren lebt mit ihr zusammen. Mhm. Und bis vor wenigen Monaten wusste sie weder etwas von seiner Veranlagung, noch wusste sie, wer ich für ihn, wer ich für die beiden bin. Aber sie kannte dich auch schon länger. Sie kannte mich vorher schon, ja. Also sie kannte mich als den guten Freund. Als Freund, ja. Ja, der Freund des Freundes. Kurze Zwischenfrage zur Information. Der bisexuelle Freund, bist du sein erster homosexueller Kontakt oder hat er vorher auch schon andere gehabt? Ja, also er hat wohl vorher schon Kontakt zu anderen Homosexuellen gehabt. Wie weit das gegangen ist, weiß ich nicht. Mhm. Aber er hat wohl schon seit längerem gewusst, wie er veranlagt ist und wohl auch nach jemandem gesucht. So, die Grundkonstellation ist mir jetzt klar. Ja. Wie ist der Stand der Dinge heute und jetzt? Wer weiß was von wem? Also der Stand der Dinge ist eigentlich der, dass sie seit, wie gesagt, Weihnachten ungefähr vergangenen Jahres Bescheid weiß, sowohl was seine Veranlagung angeht, als auch was unser Verhältnis angeht. Wer hat das erzählt? Er, ihr. Mhm. Und da ist die Welt zusammengebrochen bei ihr, für oder? Für sie ist natürlich die Welt zusammengebrochen. Ja. Und sie hat in der Situation, soweit man da davon ausgehen kann, also muss ich sagen, ganz fantastisch reagiert. Sie ist nicht davon gelaufen, sie hat nicht irgendwie also die gesagt, beiden, ich will jetzt nichts mehr mit euch zu tun haben oder mit dir speziell nichts mehr zu tun also haben. Also die beiden sind noch zusammen? Die beiden sind noch zusammen. Was ist denn jetzt zwischen dir und dem Mann und dem Jungen? Ja, wir sind eigentlich in mehr oder weniger emotionalen Gesprächen und Diskussionen so weit vorangekommen, dass wir eigentlich sagen, wir wollen es zu dritt versuchen, wir wollen zu dritt eine Partnerschaft in der Weise, dass er sowohl einen Freund und eine Freundin hat und wir irgendwie... Halt, stopp. Also ja. Ihr wollt nicht zu dritt quasi richtig zusammen sein, sondern es soll so sein, dass du mit dem Freund zusammen bist. Ja, ja. Und der Freund weiter mit der Freundin. Ja, ja. Und dass du die Freundin tolerierst und die Freundin dich toleriert. Ja, habe ja. ich so richtig verstanden? Ja, ist richtig. Aha. Und das praktiziert ihr jetzt schon eine Weile? Oder noch wir nicht so richtig? Wir versuchen es.
Du klingst so schwer. Daraus schließe ich, dass es irgendwie doch nicht so richtig funktioniert, oder? Naja, gut. Wir versuchen es, wie gesagt, aber es gibt halt in so einer Situation immer Probleme, weil er kann halt immer nur bei einem von uns natürlich, beiden ja. sein. Also ihr geht nicht zu dritt zum Beispiel mal auf die Rolle, das geht nicht. Nein. Ihr geht auch nicht zu dritt ins Bett, das will ich ja gar nicht erst fragen. Doch. Wir haben schon mal zusammen geschlafen in der Weise, dass wir einfach nebeneinander eingeschlafen sind und auch nebeneinander aufgewacht sind. Das kam an einem Wochenende schon mal vor. Aber das ist nicht die Regel. Aber es ist nicht die Regel und es waren dann eigentlich immer Nächte, die eigentlich nicht so erquicklich waren. Nein. Ja. Es lagen eben dreimal nebeneinander. Bist du denn eifersüchtig auf diese Frau, wenn du den so sehr liebst? Wäre ich eigentlich? Ja, eigentlich schon. Eigentlich doch, schon. Bin ich. Und sie auf dich? Nehme ich an, ja. Ja. Oh, das ist natürlich eine sehr, sehr, sehr schwierige Lage dann für deinen Freund, ne? Natürlich. Weil der sitzt nun mittendrin zwischen den Elementen, ne? Und ja, gut, schwierig ist es auf jeden Fall für ihn, natürlich, das ist klar. Aber er hat natürlich jetzt sowohl einen Freund als auch eine Freundin, das ist das. Ist natürlich auch wunderschön und schmeichelhaft. Was er wollte, ja. Und Heiko, wie sieht das denn jetzt aus? Weil willst du es? Bist du, also du jetzt deine Person, ich rede ja mit dir, bist du fest entschlossen, erstmal zu sagen, okay, das ist eine sehr komplizierte Geschichte? Ja. Verlangt mir auch viel Disziplin vielleicht und Kraft, aber ich bin bereit, das so die nächsten drei, vier Monate oder ein halbes Jahr erstmal zu versuchen. Auf jeden Fall. Mhm. Eigentlich noch viel länger, wenn es geht. Mhm. Ja, aber da ist ja wahrscheinlich jedes Mal so, dass man dann überlegt, na, hat er am Samstag Zeit für mich oder für sie? Richtig. Und das ist ja schon, hart, ne? Mhm. Ja. Ja, also als Modell sicher interessant, so das mal zu versuchen. Ich finde immer alle Modelle interessant, die abweichen von diesem ganz klassischen Pärchenritual. Ne? Na, ich gehe mal davon aus, da bisexuelle Männer ja oder Frauen mehrere geben muss und nicht nur einen auf es der gibt Welt. Vielleicht gibt. Noch zwei, drei. Ja, sicher, ja. Genau. Muss es ja sicherlich irgendwie eine Lösung für das Problem, klingt jetzt sehr theoretisch, aber muss es ja irgendwie. Vielleicht. Ruft uns der ein oder andere ja an und erzählt uns heute oder im Laufe der nächsten Tage mal von den eigenen Erfahrungen, ne? Von Leuten, die auch in solchen Dreierkonstellationen stecken. Wäre schön. Du bist bei der Sendung dabei und wirst es dann hören. Und vielleicht sollten wir irgendwie so in einem Vierteljahr, vielleicht vor der Sommerpause, nochmal reden. Mhm. Und dann erzählst du mal, wie das so weitergeht, weil das ist ja schon eine komplizierte Sache alles. Ja. Alles Gute dir und deinen beiden Menschen da um dich herum. Tschüss. Ja, tschüss. Jasmin. Ja, hallo. 18 Jahre alt. Ja. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Was ist los? Ich rufe an wegen dem Thema Piercing. Wegen dem Thema Piercing? Ja. Wie kommst du darauf? Ich habe mich am Samstag zum vierten Mal piercen lassen. Wo denn? In der Zunge. Warum denn in der Zunge, Mensch? Ich höre es ja schon, du sprichst so. Ja, ich fand es immer schön und meine Freundin, die gerade neben mir liegt, die hat das auch gehabt und ich fand es halt voll schön. Deine Freundin, die neben dir liegt, hat auch drei Piercings in der Zunge? Nein, die hat eins in der Zunge. Seid ihr lesbisch? Nein. Ich wollte mich gerade fragen, wie das beim Küssen ist. Beim Küssen muss es auch ständig klackern, ne? Ja, nein, ich darf 4 Wochen nicht küssen. Ja. Das ist natürlich eine harte Sache, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das machen würde, mich in der Zunge piercen lasse, weil ich dann 4 Wochen nicht küssen dürfte. Ja. Das ist ja eine Strafe. Eine Strafe des Herrn. Kann man nicht essen oder so, weil. Wie, du kannst doch nichts essen? Nee, weil die Zunge so dick ist. Ah. Okay. Ja, wie ernährst du dich? So mit Strohhalm oder wie? Wasser. Nur mit Wasser kann man ja nicht leben. Doch, das geht schon. Süppchen oder so. Nee, das tut weh, das brennt, weil es tut echt ziemlich weh. Aber nach ein paar Tagen kannst du sicher ein bisschen Brei oder so essen, ne? Ja, also ich versuch's ab morgen wieder. Sind denn die anderen beiden auch drin im Moment? Die Piercer? Wie nennt man das? Ja, aber die habe ich nicht in der Zunge, die habe ich woanders. Ach so, ich dachte, die anderen, es wären jetzt drei in der Zunge. Nein. Also jetzt ist ein neues in die Zunge gekommen? Ja. Mhm. Und wo sind die anderen beiden? Also ich hab noch eins in der Augenbraue. Eins in der Nase. Auch in der Nase. Ja. Da ist das ganze Gesicht an allen heiklen Stellen jetzt zu, ne? Ja. Gibt es noch einen Höhepunkt im Gesicht? Nee, ne? Nee. Also ich denke, das war dann auch zu viel. Ja. Aber ich habe so, vielleicht merkst du es auch, so ziemlich Probleme mit dem Reden. Na, aber wie ich das merke? Oh Gott. Tut es denn auch weh beim Sprechen? Nee.
Aber es ist halt ein bisschen schwer, weil irgendwie sabbert man dann auch ein bisschen. Wie gut, dass ich dich nicht sehe jetzt, ne? Obwohl ich das gerne sehen würde. Ich würde gerne sehen, wie geschwollen eine Zunge ist, wenn man da rein gepierst wird. Ja. Also es ist halt weiß, es ist halt alles weiß. Ja. Und den Ring sieht man, also den Stecker sieht man im Moment auch kaum, weil die Zunge so dick ist. Ja, und der Stecker ist relativ weit vorne, ne? Ja. Mhm. Ja. Wie groß ist der Stecker? Wie kann man sich das vorstellen? Ein bisschen größer als ein normaler Ohrring, also so ein Stecker dann. Mhm. Ja. Und wird die ganze Zunge betäubt? Ja, also erst wirst du desinfiziert. Mhm. Also mit musst du gurgeln. Mhm. Und dann kriegst du ein Spray auf die Zunge. Mhm. Und dann wird eine Nadel durchstochen. Mhm. Also bei mir wurde das halt zweimal gemacht, weil beim ersten Mal bin ich fast umgekippt. Mhm. Verständlicherweise. Ja, und dann wurde das halt nochmal gemacht und... Das ist ja schlimmer wie Zahnarzt, Mensch. Ja. Und dann? Ja, und dann wird der Ring halt durchgestochen dann. Also nach der Nadel. Das ist ja schon ein richtiger, eigentlich chirurgischer Eingriff. Hast du das bei einem Arzt machen lassen? Nee, ich habe das am Samstag in Karlsruhe auf einer Tattoo-Messe machen lassen. Und hattest du Vertrauen in die Jungs da, die das gemacht haben? Das war ein Mädchen. Du hattest also Vertrauen in das Mädchen, die das da gemacht hat. Ja, das war ein Kölner Mädchen. Ach, ein Kölner Mädchen kann nichts machen. Kann ich schief machen. Falsch machen. Ja. Was hat das gekostet, das Ganze? Also normal kostet in Frankfurt zumindest zwischen 200 und 250 Mark. Mhm, ja. Und ich habe dort 150 bezahlt. Also ein Schnäppchen, ne, geradezu. Ja. Du hättest dir gleich zwei machen lassen. Ne, für den Preis kriegt man nicht alle Tage. Ja. Ne, aber nur erst mal einer. Ja. Jetzt musst du erst mal leiden, ne, eine ganze Weile, wie du gerade gesagt hast. Ja. Kannst du dir denn schon vorstellen, was für ein Gefühl das dann ist beim Sprechen? Dann stößt man ja wirklich mit dem Stecker immer irgendwie an den Gaumen oben und... Also ich merke das jetzt schon, dass ich manchmal gegen die Zähne stoße oder so. Aber das ist jetzt auch ein längerer Stab als später. Ja. Aber vielleicht wird der Zahnarzt sich auch nicht freuen, ne? Wenn der Zahnschmelz da mal trittiert wird. Ja. Und wie ist das beim Essen? Habe ich noch nicht ausprobiert, weißt du noch nicht. Aber meine Freundin, die meint, das wäre ziemlich okay. Ja. Und kann man das Ding auch mal rausschrauben? Ja. Und in Cookie Dent werfen? Kann man das rausschrauben, Steffi? Ja. Kann man. Weil das muss ja mal sauber gemacht werden, ne? Ja. So nach 5-6 Wochen müssen die ganzen Speisereste mal da rausgeholt werden. Ne? Ja. Sonst gibt's Stinkerei oder so. Ja. Jasmin, was du alles machst. Ja. Könnte es denn eventuell sein, dass noch ein viertes Piercing vielleicht ein bisschen weiter tiefer? Noch? Also Bauchnabel hatte ich schon mal, den will ich noch mal machen lassen. Aha. Ansonsten, ja, es wäre dann zu viel. Also so in Richtung Schambereich, das wäre nicht dein Ding? Nee, ich denke, das wird ziemlich wehtun. Das wird sehr wehtun. Ich hatte neulich einmal ein Mädel, die hatte... Ein Piercing in der Schamlippe. Ja, es tut bestimmt weh. Ja, aber es ist, dir tut es ja auch weh. Willst du dich nicht piercen? Nein, niemals. Bauchnabel oder so? Nee, ist nicht mein Ding. Also Tattoos finde ich eigentlich ganz nett. Aha. Darüber denke ich nach, das machen zu lassen. Okay. Und wenn ich das mache, dann erzähle ich das, okay? Okay. Jasmin, schönen Gruß an deine Freundin. Okay, danke schön. Ciao. Manuel. Ja. Ja, hi, hier ist Manuel. Tag 35 bist du, ne? Ja, 35. Ja. Jetzt bin ich eigentlich mal dran gekommen. Na, endlich. So, ich habe ein lustig kompliziertes Problem. Und zwar, vor einem Monat war ich in dem Bistro und da habe ich drei Mädels kennengelernt. Ja. Und wie gesagt, habe ich mich an den Tisch gesetzt, die anderen waren alle ziemlich voll. So, die eine heißt Sabine, die andere Daniela und Biggie. So, und wie gesagt, dann habe ich der Biggie meine Telefonnummer gegeben und habe ich mit der getroffen, war mit der im Kino und essen und so und so nach und nach haben sich die anderen zwei auch gemeldet. Mhm. War mit denen auch im Kino, war mit denen auch essen. Mhm. Ja, soweit so gut und nach einer gewissen Zeit haben sie mich mal angerufen und dann habe ich mich mit allen dreien getroffen. Jetzt wollen sie, dass ich bei denen in der WG einziehe. Also die wohnen in einer WG? Ja, die wohnen in der WG. Wusstest du das vorher? Das wusste ich nicht. Das hat sich so, ich habe mir auch nichts dabei gedacht. Das hat sich zufällig so ergeben, oder? Ja, das, genau. Ja. So, jetzt das Problem ist, da wollte ich dich jetzt fragen. Ja, ich wollte mich ja eigentlich nur für eine jetzt interessieren und... Du hast ja plötzlich drei, ist doch wunderbar. Ja, wird sich jedermann freuen. Ja, alle Männer denken jetzt, Mann, hat er es gut. Ja, ich weiß nicht, ob das so richtig wäre jetzt. Also mit allen drei in eine WG und dann... Ich würde entschieden davor warnen. Ja, ne? Ja, im Ernst. Wenn du da einziehst, das könnte... Die Probleme sind vorprogrammiert. Richtig, weil ich finde die alle drei nett. Die sind auch ziemlich schnucklig und so. Und da ist auch noch nichts passiert, ne? Weil ich wollte das also... Weißt du, was mich wundert? Dass die das vorschlagen.
die sind doch nicht doof, die Mädels. Die werden doch auch wissen, dass irgendwo der Hase langlaufen muss. Ja, ich bin da auch ein bisschen stutzig geworden, ne? Oder ist das irgendein Trick? Weiß ich nicht. Haben die... Du weißt nicht, ob die irgendwie sauer waren, dass du dich... Nee, wahrscheinlich nicht, wenn sie... Nee, gar nicht. Wie gesagt, die haben mich also, die haben mich praktisch angerufen und dann hatten wir uns in diesem Bistro wieder getroffen. Ja, das ist und, komisch, ich mein, das Ganze. Merkwürdig. Ja, merkwürdig. Ich hatte mir schon so meine Gedanken gemacht. Ich dachte, ich hatte nur jetzt da einen, wie gesagt. Ich würde mich als Freund der Familie, der WG anbieten, aber ich würde da nicht einziehen. Stell dir mal vor, du wohnst da. Ja. Und dann fangen an, die Fetzen zu fliegen. Dann sitzt du aber wirklich mittendrin. Richtig, das meine ich ja. Und dann siehst du unter Umständen alt aus. Ja, deswegen. Ich würde auf Distanz bleiben, Genießer sein und erstmal gucken, wie sich so die Sache entwickelt. Wen möchte, wer ist denn die Netteste? Biggi, Sabine oder Daniela? Ja, pass auf, das ist, die Sabine ist 25, die ist rothaarig. Ja. Daniela ist 29, blond. Ja. Und Biggi ist 27, blond. Aha. Also Sabine ist temperamentvoll, sag ich mal. Daniela ist mehr die ruhige und Biggi ist mehr so die romantische. Also ich merke schon, dass du an allen Frauen was ganz Tolles findest. Ja, das ist und das, ja. Alle drei zusammen, das ist die Super, das Super-Vibe, ne? Ja, klar, alles gut und schön, aber jetzt wollen sie, wie gesagt, die Sache mit der WG, ne? Ja, nee, nicht drauf einlassen, Manuel. Nee, ne? Nein. Ja, so. Wie finde ich jetzt raus, welche jetzt die richtige wäre? Das soll ich dir jetzt erzählen, was? Ja. Besuch die drei doch mal. In der WG. Du warst doch noch nie da, ne? Ne, ich bin noch nie da gewesen. Das ist in Oberhausen, ist das. Ja, und du wohnst ja so weit weg nur auch nicht. Ne, ich bin Duisburg. Ja, siehst du, das ist doch ein Katzensprung, ist das doch. Mach doch mal einen kleinen, nettes Kaffee trinken. Kauf lecker Käsekuchen oder was weiß ich und dann besuchst du die drei Damen mal. Ja, meinst du? Ja, klar, das ist doch ein Spaß. Und dann sieht man weiter. Man könnte mal sehen, was sich daraus ergibt. Ja, genau. Weil, wie gesagt, ich war ja mit jeder einzeln, war ich schon echt. Vielleicht. Sind das gute Freundinnen? Wir wollen mal ganz unkonventionell denken. Ja. Und vielleicht sind die auch ganz unkonventionell und wollen dich vielleicht zusammen als Freund haben. Wer weiß, dann habt ihr eine Viererbeziehung. Oh Gott. Ich meine, das wäre ein bisschen viel auf einmal, ne? Ja, auf die Dauer, aber für eine kurze Weile mal. Ich würde mich da auf ein Experiment einlassen, aber nicht einziehen. Auf keinen Fall. Komm bloß nicht ins Schleudern und mach das. Okay. Manuel. Dorian, ja. Erstmal eine super Gratulation an dein Buch. Ich habe das gelesen, das ist ja mal was ganz anderes auf dem Markt. Also echt super, was du da rausgebracht hast. Ich hoffe, da kommt noch ein zweites raus. Wir denken darüber nach, ja. Gut. Alles klar, ich danke dir. Grüß die Mädels von mir. Ja, mach ich. Tschüss. Tschüss. Sascha ist dran. Sascha ist 23. Ja, hallo Dorian. Guten Morgen. Morgen. Was ist denn dein Thema? Mein Thema ist, ich bin videospielsüchtig. Videospielsüchtig. Du bist einer, der so mit diesen Joysticks da hängt. Und ja, mit Joypads, also Pads. Konsolenmäßig ist das. Und also, ich kann absolut nicht mehr damit aufhören. Denke ich immer, wenn ich das sehe, wie können die bloß? Also, ich stelle es mir so von... Alter ist auch nicht normal, es sind auch schon öde vor. Viele Freundschaften dran zerbrochen. Also, man geht ja leichtfertig mir heutzutage mit dem Begriff, ich bin süchtig und alle sind süchtig. Ja, sag mal, süchtig heißt für mich... Was heißt das bei dir genau? Also, ich muss einfach spielen. Es fehlt mir einfach was, wenn ich nicht am Tag mindestens, sag ich mal, meine 6 Stunden davor sitze. Das ist bedenklich. Sechs Stunden pro Tag spielst du? Ja, würde ich sagen, ungefähr, ja. Was machst du sonst in deinem Leben noch? Ja, also ich bin zurzeit arbeitslos. Also ich habe eine Friseurlehre gemacht. Abgeschlossen? Habe ich abgeschlossen, ja. Dann habe ich Zivildienst gemacht. Und danach, seitdem bin ich jetzt arbeitslos. Seit 10 Monaten. Ich werde aber noch von meinen Großeltern unterstützt, also sind eigentlich auch die einzigen Leute, zu denen ich noch Kontakt habe. Lebst du bei denen auch? Ich lebe nicht bei denen, Also ich habe eine eigene kleine Wohnung. Mhm. Und wie gesagt, zu meinen Großeltern noch, da gehe ich auch 2x die Woche essen, aber mehr Kontakte nach außen habe ich eigentlich nicht mehr. Keine Freunde mehr? Keine Freundin? Nix? Nee, Freundin nicht mehr, seinem Zivildienst nicht mehr, nee. Und keinen ganz engen Kumpel? Nee, absolut nicht mehr. Und wie lange läuft das jetzt mit der Spielerei schon? Also angefangen hat es natürlich schon, da war ich 13. Ne? Also na gut, aber ich meine jetzt so in der, wirklich so wie du es gerade beschrieben also hast, 6 Stunden am Tag. Arbeitslosigkeit kann man sagen, seit 10 Monaten. 10 Monate. Jetzt, ja. Kostet sich auch Geld, ne? Eine Menge. Ja, das ist nicht wenig. Ja, ich habe gar keine Ahnung, man kauft sich diese Spiele irgendwie, ne, und wirft die dann in... Also das sind was kostet die Module, die man kauft, und die kosten so, also es ist bei den verschiedenen Systemen unterschiedlich. Ich habe 3 Konsolen und die Module kosten zwischen 100 und 150 Mark. Kannst du solche Spiele mehrfach spielen oder ist das dann gegessen, wenn du es einmal durchgespielt hast? Das kommt darauf an, das sind verschiedene. Also ich sag mal, Sportspiele kann man natürlich immer wieder spielen.
Aber so bestimmte Genres, die sind nach einmal uninteressant, ja. Ich kann mich da überhaupt nicht reindenken. Ist für mich eine ganz, ganz ferne Welt, dass man so etwas so massiert betreibt, so viele Stunden am Tag. Ich stelle mir nur vor, dass man da völlig vermatscht im Kopf wird. Was reizt dich daran so? Warum machst du das? Das ist einfach die Ablenkung nach einer Zeit. Aber es gibt doch viel schönere Ablenkung im Leben. Rausgehen, Leute, Frauen, weiß ich was, tausend andere Hobbys, Sport oder so. Ja, klar, aber ich bin halt irgendwie drauf hängen geblieben, ich weiß nicht. Also ich brauch's einfach. Also ich kann da super abschalten, es gibt Spiele, da spielt man einfach, da denke ich nachher gar nicht mehr mit. Es bewegen sich einfach noch die Hände am Pad. Und man ist einfach. Also Pad ist dieser Stift, mit dem du da agierst. Das ist der Hebel, ja. Der Hebel, genau. Ja. Und das reizt, das ist für dich reizvoller, als beispielsweise mal am Samstag tanzen zu gehen, ja, in die Kneipe. Ich merke schon auch, dass mir das mittlerweile hier ein bisschen abgeht, sag ich mal so, aber ich finde da nicht mehr einen richtigen Einstieg. Tust du denn was dagegen? Also man kann ja nur sagen, ich bin süchtig und das ist mein Schicksal. Ja, tust du was dagegen? Ja, zum Beispiel mal, dass du dich dazu aufraffst, mal ein Wochenende, an dem du vermutlich immer auf dem Ding sitzt, dann mal vielleicht doch rauszugehen. Hast du das schon mal versucht? Nee, habe ich noch nicht versucht. Ja, ich wüsste, wenn ich mit wem ich rausgehen soll. Da musst du alleine rausgehen. Das ist immer so, wenn man keinen hat. Ja, ist klar. Ja? Das ist halt so. Das ist der Einstieg. Und irgendwie lernt man Leute kennen. Das ist immer die grundsätzliche Frage. Man sagt, man leidet unter irgendetwas. Ist schlimm. Aber man muss natürlich auch von der eigenen Kraft her irgendetwas dagegen unternehmen. Zumindest die Versuche unternehmen. Ja. Und wenn du dann nach einem halben Jahr immer noch gescheitert bist und sagst, ich kann das nicht, ich schaff's nicht, dann muss man über andere Wege nachdenken. Aber jetzt bist du erstmal verlangt. Du bist am Zug jetzt. Das nimmt dir keiner ab. Da musst du selbst aktiv werden. Das Problem hast du ja irgendwie schon erkannt, indem du das so formuliert hast. Ja, das ist klar. Und der kleine Schritt macht es. Du musst es ja nicht von heute auf morgen ab. Überwinden einfach. Ja, einfach. Ins kalte Wasser springen und mal. Ja, und dann, das ist wie bei allen anderen Abhängigkeiten auch. Da ist jeder Gegenschritt ist dann schon ein großer Sieg für dich. Ne? Wenn du mal ein Wochenende vielleicht das Ding in die Ecke gelegt hast und irgendwas ganz anderes gemacht hast, ist das schon ein Fortschritt. Ja, vielleicht müssen wir versuchen. Vielleicht rufen uns ja auch mal ein paar Leute an, das hatten wir noch nicht in dieser Sendung, dieses Thema, wie die damit zurande gekommen sind. Ja. Ne? Mal gucken, du bist auch... Von anderen Hörern vielleicht. Genau. Wird was leichter. Sascha, tritt in den Hintern, der übliche Spruch in solchen Fällen. Ja. Ne? In den eigenen Hintern. Ich versuche. Alles Gute. Ja, danke schön, Domian. Tschüss. Gut, tschüss. 1.33 Uhr, 6 Sekunden. Und jetzt machen wir eine kleine Pause. Nur 34, 6 Sekunden. Hier ist 1 Live, hier ist das WDR Fernsehen und hier ist Domian. Und unser Thema heute Nacht ist kein Thema. Das heißt, ihr könnt einfach anrufen zu allen Themen, die euch auf den Nägeln brennen, die euch interessieren, über die ihr gerne mit mir euch unterhalten wollt. Telefonnummer 0130 29 11, Faxnummer 0130 11 51 22. Morgen übrigens heißt unser Thema die geheimen Wünsche der Männer. Wir hatten ja vorige Woche schon einen Anlauf gemacht, da ist die Sendung ausgefallen. Ich hoffe, sie findet morgen statt und bin sehr gespannt darauf. Die geheimen Wünsche der Männer. Das ist so das Gegenstück zu den geheimen Wünschen der Frauen. Diese Sendung hatten wir ja vor 6-7 Wochen ungefähr. Es geht weiter mit Angelika. Und Angelika ist wie alt? 28. Hallo? Ja. Hallo Domian. Hallo Angelika. Ja, also mein Thema ist, also du hattest ja letzte Woche hier diese Tanja, glaube ich, hieß sie, ne? Die wurde irgendwie vergewaltigt und hat sich dann immer die Arme aufgeschnitten oder irgendwie sowas. Mm. Und solche Parallelen laufen bei mir auch, bloß bei mir ist das
viel intensiver. Und das ist also nicht so, dass ich mir die Arme aufschneide oder sonst irgendwie was, sondern richtig professionell das abnehme. Wie bitte? Per Kanüle. Was nimmst du ab? Blut? Das Blut. Ja, das Blut. Du nimmst dir professionell per Kanüle Blut ab? Ja. Aus den Armen zum Beispiel? Aus den Armen, aus der Beckenvene, überall, wo ich gerade eine Vene finde. Und weil irgendwann machen die Venen ja auch nicht mehr mit. Und wie viel Blut zapfst du dir dann selbst ab? Ja, also bei jedem Mal, das ist, also weniger als ein halber Liter ist das nie. Fast einen halben Liter? Ja, meistens ist das sogar mehr. Und was machst du mit dem Blut dann? Ja, entweder kippe ich das weg oder ich bade damit oder ich... Du badest damit? Und, ja. Also du schüttest das in dein Badewasser? Ja. Du schüttest dein eigenes Blut in dein Badewasser? Ja, genau. Ja, du sagst das so, als wäre das das Normalste der Welt. Ich wundere mich erstmal darüber. Ja, ist nicht... Wie oft passiert das denn? Ja, so... Also im Moment muss ich vorsichtig sein, weil mein HB-Wert so sehr niedrig ist, dass also... Was für ein Wert? Schon sagen, dass also schon Lebensgefahr besteht. Was für ein Wert? HB-Wert. Was heißt das? Hämoglobin. Das ist, das sind die roten Blutkörperchen, die also dabei dann auch verloren gehen. Ich wollte nämlich auch gerade sagen, so oft kannst du es ja gar nicht machen, ja, weil der Körper das gar nicht verkraftet. Ja, ja, und normalerweise hat eine Frau so 12 bis 13 so an HB-Wert und ich habe vielleicht noch 3, 3,5. Also dennoch so, wie oft kam es denn vor in der letzten Zeit? Einmal in der Woche? Du, das geht seit 3 Jahren schon so und dann so einmal die Woche, manchmal zweimal die Woche. Immer dann, wenn ich innere Wut hatte, die ich nirgendwo lassen konnte. Aber wie kommst du denn, das ist ja schon eine gewisse Professionalität, wie kommst du denn auf die Idee mit der Kanüle? Weil ich Arzthelferin gelernt habe. Ach so. Und ich musste mir irgendwas überlegen, was andere Leute nicht mitkriegen. Hätte ich mir nun die Arme aufgeschnitten, dann hätten die das gesehen. Was für ein Gefühl ist denn das für dich, wenn du da sitzt und hast dieses Schläuchlein irgendwo eingeführt und das Blut tropft oder fließt aus dir heraus? Also es ist also so, als würde das diese ganzen Aggressionen, die aufgebaut worden sind, die würden abfließen so. Also ist das für dich währenddessen dann auch ein schönes Gefühl? Ja, und vor allen Dingen, du merkst das ja auch im Kopf. Was merkst du? Dein Gehirn wird nicht mehr so mit Sauerstoff versorgt. Was für ein Gefühl genau ist das im Kopf? Ja, so als wärst du high irgendwie so. Ne, aber das ist gar nicht mal das, worauf es mir ankommt. Sondern? Ja, halt nur meinen Körper selber zu schädigen. Ne, und zwar auf allen Seiten, wo es nur geht. Noch eine Frage zu dem Blut. Wenn das dann passiert ist, ist das ein Gefühl der Genugtuung? Findest du dann, wenn du es dann weggeschüttet hast oder weiß ich was? Ja. Denkst dann, du, na, ist es gut, dass du es jetzt gemacht hast oder so? Dann finde ich das in Ordnung. Aber wieso dann noch in dem Blut baden? Ja, ich weiß nicht. Das hat irgendwie so, das ist so eine befriedigende Art so. Was befriedigt dich? Als hätte ich das Böse jetzt nach außen gebracht. Und gut, aber warum badest du dann nochmal in dem Bösen? Ja, weiß ich auch nicht. Das weiß ich nicht, ist eben... Mach wohl irgendwie einen Mackesan oder was. Du badest darin und wenn du dann das Wasser abgelassen hast, duschst du dich dann nochmal ab oder lässt du die Reste auf der Haut? Nee, das lasse ich drauf. Weil ich dusche ja dann abends nochmal wieder. Weil ich will das nicht mehr in mir haben. Ja, deswegen verstehe ich es nicht, dass du es auf dir haben willst dann. Auf der Haut, von außen. Ja, das ist es ja. Es soll ja nicht in mir sein, sondern nach außen hin. Na, und am liebsten, manchmal habe ich sowieso das Gefühl, dann würde ich mich sowieso am liebsten in Luft auflösen. Du sagtest du gerade, du willst deinen Körper schädigen, da wo du nur irgend kannst. Ja. Was machst du denn außer dieser Blutgeschichte noch? Ja, also ich nehme Medikamente, lasse ich mir vom Arzt verschreiben, was ich nur in die Finger kriegen kann. Und je schädlicher, desto besser. Also Schmerzmittel und Diazepam. Dieses Psychopharmakon und Alkohol obendrauf. Warum machst du das alles? Ja, halt, weil einige Sachen, die ich
also immer in mich reinfressen musste, seit Kindheit an, die ich einfach nicht verkraften konnte. Was, und dann, was konntest du denn nicht verkraften? Was du hast in dich hineinfressen müssen? Ja, das fing schon in der Schulzeit an. Also ich hatte nie Freunde in der Schule. Ich wurde in der Schule immer abgelehnt und musste dann meine Pausen verbringen und sah dann, wie meine Schwestern Freunden hatten und mein Vater, der mochte meine Schwester lieber und das konnte ich auch schon gar nicht verkraften, weil sie hatte so schöne lange Zöpfe und alle waren so dunkelhaarig in der Familie, nur ich war die Einzige, die blond war und immer hat er sie vorgezogen und gab es in deiner Jugend? Ja, das muss ich dann alles in mich reinfressen. Also ich habe immer so getan, als würde es mir nichts ausmachen. Gab es in der Jugend, in der Kindheit auch gewalttätige Vorfälle, die du hast? Auch, ja. Bist du geschlagen worden? Oder nee, was? Nee. Was ist denn dann noch passiert? Vergewaltigungen hat es da gegeben. Von wem? Von einem Fremden. Wie alt warst du da? 6 oder 7. Nee, eher 6, glaube ich eher. Naja, das ist auch egal, nur 6 oder 7, also in dem Alter. Naja, und dann nochmal so, wo ich 15, 16 war und dann nochmal, wo ich 21 war. Nun klingt das ja so, als würdest du wirklich rundherum die allergrößten Probleme haben. Ja, also das zieht sich durch mein ganzes Leben und ich muss allen Leuten was vorspielen, dass es mir gut geht und dass alles in Ordnung ist. Und wer weiß denn von all diesen Dingen, die du mir gerade erzählt hast? Wer weiß da noch von? Ja, also mein Hausarzt weiß das. Der weiß das. Mein Neurologe, aber dem ist es sowieso alles scheißegal, weil... Du bist also bei keinem Psychologen oder bei keinem Psychotherapeuten in Behandlung? Nee, der Neurologe, der hat eine Psychologin bei sich mit drin, aber die hat mich jetzt schon 2-mal abgelenkt und... Da habe ich jetzt also kein Vertrauen mehr zu. Was meint dein Arzt, dein Hausarzt? Ja, der hat das auch einmal gemacht und dem habe ich das gesagt, sollte er das nochmal tun, dann hier würde ich auch nicht wiederkommen. Was hat er getan? Ich habe ihm was erzählt und das hat er weitererzählt. Zwar keinen Fremden, sondern einen anderen Arzt, aber... Arbeitest du im Moment noch als Arzthelferin? Nee. Arbeitest du überhaupt noch? Ich bin erwerbsunfähig. Ist dir denn für dich selbst, ich meine, du hast das jetzt ziemlich klar alles artikuliert und mir erzählt auch und beschrieben, dann müsste dir doch selbst auch klar sein, Angelika, dass du dringlichst, aber es gibt keine Steigerung mehr davon, in therapeutische Hände gehörst und Hilfe gebrauchst. Ja, habe ich mir auch gedacht, Domian. Ich war in Hamburg in der Uniklinik. Kam ich dahin, sollte auf einer psychiatrischen Station. Und dann haben die, also meine Psychologen hier, also meine Neurologe, die haben mir zugesagt, ich könnte jederzeit wieder weggehen, weil ich denen auch gesagt habe, Krankenhäuser und dieses Eingesperrtsein und denen ausgeliefert sein, das kann ich nicht haben. Haben die sich daran gehalten, an das Versprechen? Nee, und dann ging das ja los. Dann haben die Blut abgenommen, haben gesehen, aha, der HB wird nicht da und da. Da lacht er bei 4. Und dann dauerte das 1 Stunde, da saß ich auf der geschlossenen. Und dann, somit war dein Vertrauen kaputt und missbraucht. Ne? Ja. Und das schreckt dich jetzt davor ab, nochmal einen solchen Schritt zu unternehmen. Ja, weil ich immer wieder Angst haben muss, dass die mich wieder irgendwie... Aber dass sie mich dann zuletzt auch nicht mehr loslassen. Angelika, dich lässt aber diese ganze Misere nicht los. Nee, ich weiß so. Und es wird auch immer schlimmer. Bloß. Willst du denn, wenn du so weitermachst, wirst du sterben? Willst du das? Ja, im Grunde genommen schon. Bloß irgendwie klappt das nie. Und dann war ich schon in der Kur in Clausthal und da haben die mich schon nach 7 Wochen nach Hause geschickt, weil Lebensgefahr bestand. Weil eben dieses Eingesperrtsein und dieses anderen Leuten ausgeliefert sein. Du sagst das so nebenher gerade. Im Grunde genommen will ich sterben. Liegt dir überhaupt nichts am Leben? Nee. Weil das alles nur Scheiße ist. Weil ich kann auch keine Freude empfinden irgendwie. Auch zum Beispiel, wenn anderen Blumen sehen, dann freuen die sich darüber doch. Ich sehe die Blumen einfach nur. Mehr ist da nicht. Naja, und dann war ich ja in Hamburg und dann musste ich mir da meine Medikamente da abholen. Und dann haben die gesagt, hier, wenn ich keine Eisentabletten nehme,
ziemlich nicht aus. Mhm. Also haben die mir die auch schon wieder aufgezwungen. Das ging schon wieder unter Zwang. Angelika, ich möchte dich zu überhaupt nichts zwingen. Du kennst mich nicht. Vielleicht ja auch. Aber ich möchte dir, wenn du auch jetzt vielleicht innerlich abwinkst und denkst, ach, ich will's nicht, hat eh keinen Sinn, doch dringend bitten und anbieten, dass du mit meinem Psychologen jetzt noch ein bisschen redest. Ja. Das kann ja überhaupt nichts schaden. Und ihr seid ja am Telefon und er wird dich auch zu nichts zwingen. Und es ist nur eine nette Beratung und ein nettes Gespräch. Und das Fieseste war ja, in Hamburg, da war da so ein Pfleger, der hielt mir dann so eine Kanüle vor die Nase. Und so nach dem Motto, hier, das kriegst du jetzt nicht mehr. Ne, und dann musste ich auch wieder so tun, als würde mir das überhaupt nichts ausmachen, aber das war das Schlimmste, was da überhaupt gewesen ist. Liebe und Angelika, Versprechungen wurden nicht eingehalten und ich ermesse, in welchen großen Schwierigkeiten du sitzt. Ja, ich hoffe, dass Teufelskreis, da kommt man nicht mehr raus. Ich hoffe trotzdem, dass es irgendeinen Weg gibt, dass du da rauskommst. Und ich hoffe, dass du vielleicht dann auch wieder irgendwann mal Blumen sehen kannst und auch ein bisschen Spaß dran hast. Naja, und die sagen ja auch immer, ich brauche dann noch ein oder zweimal das machen, also mit dem Blut abnehmen, dann wäre sowieso Ende. Dann würden die inneren Organe gar keinen Sauerstoff mehr kriegen. Und wir werden jetzt mal Folgendes machen. Du legst auf. Ja. Und der Peter wird dich gleich wieder anrufen. Gut. Und dann könnt ihr noch ausführlich reden. Okay. Liebe Angelika. Alles klar. Alles Gute. Und danke dir, ne? Tschüss. Tschüss. Stefan, 19 Jahre. Ja, hallo? Guten Morgen, Stefan. Jo, morgen. Ich habe ein Problem. Ich habe Vogelspinnen zu Hause und meine Perle, die kommt damit nicht so klar. Was ist deine Perle? Ja, meine Freundin. Ach, deine Freundin. Jo. Das sagt man so im Ruhrgebiet, ne? Ja, Ruhrgebiet, ja, normal. Du kommst sofort. Sofort, ja. Da sagen die Männer zu ihren Freundinnen, meine Perle. Jo. Ist auch freundlich, eigentlich nett, ne? Jo. So, deine Perle kommt nicht mit den Vogelspinnen klar. Nee. Was hast denn du für eine Perle da überhaupt? Ja, eine Freundin. Ja, das ist mir schon klar. Aber wenn die nicht mit deinen Vogelspinnen klarkommt. Ja, weiß ich nicht. Erstmal habe ich eine gehabt, da hat sie sich drüber aufgeregt, ne? Dann hat sie Schluss gemacht hinterher. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, leg mich da am Arsch drauf, gut Deutsch gesagt, ne? Und da habe ich mir immer mehr Viecher geholt, so als aus Frust auch, ne? Und dann bin ich mal wieder mit ihr zusammengekommen, dann mal wieder nicht, mal wieder Schluss gehabt, immer so halt hin und her, ne? Jetzt habe ich 28 Viecher hier zu Hause, und jetzt bin ich auch mal wieder mit ihr zusammen, aber die lässt sich nicht bei mir blicken, so jetzt erstmal vorläufig, so die hat die Schnauze voll von den Viechern. Wo leben die? Bei mir in der Bude. In deinem Zimmer? Ja. Wohnst du bei deinen Eltern noch? Ja. Und die ganzen Vogelspinnen sind, wie kann man sich das vorstellen, hängen die an der Wand oder? Nee, die sind in Büchsen und in Terrarien, also die Jungtiere habe ich in den Büchsen. Und halt die größeren in den Terrarien. Aber meine Mutter sieht das voll locker, ey. Die nimmt die sogar auf der Hand. Also die Mutter kommt noch in das Kinderzimmer rein. Die traut sich noch. Ja, Kinderzimmer. Naja, ich will dir das nicht zu nahe treten. Also in dein Jugendzimmer, in dein jungen Männerzimmer. Oder wie sieht das locker. Ja, ist da schon mal eine Spinne ausgerissen? Nee, noch nicht. Die Gefahr besteht, ne? Ja. Und was dann? Ja, muss ich die suchen, ne? Ja, das ist mir schon klar. Aber die Gefahr besteht ja, dass die irgendwie... Kann das sein, dass die jemanden sticht oder beißt? Oder ja, ach, ich habe friedliche, die beißen eigentlich nicht. Sind da Spinnen drunter, die die tödlich wirken? Nee, nur bei Allergikern. Also bei die allergisch sind, die Leute, die haben dann halt Probleme. Was ist denn das Schlimmste, was einem passieren könnte, wenn man in Kontakt mit... Also wenn so eine Spinne einen beißen würde? Beißen nicht. Das Schlimme ist, wenn die mit Haare schießen, weil die haben auf dem Abdomen, auf dem Hinterteil, da haben die Haare drauf und da können die Haare abstreifen. Dann strecken die das Abdomen nach oben und dann streifen die Haare ab. Und wenn man die in die Atemwege kriegt, dann würde ich sagen, dann setzt man mal für ein paar Minuten aus. Dann kippt man mal eben kurz um. Das ist schon heftig. Also damit ist nicht zu spaßen. Naja, weil die Spinnen, die schießen mit Haaren. Ja, sogar auf so gut Deutsch gesagt, die ballern mit Haare, ja. Können die denn auch schon mal auf dich mit Haaren schießen, wenn du die fütterst? Füttern nicht so, aber wenn ich die anpacke, dann fühle ich sich ein bisschen. Ich habe schon mal Haare abgekriegt auf der Arm und auf der. Und wie fühlt sich das denn an? Irgendwie ein bisschen taub alles, oder? Nee, das gibt so kleine Punkte, so Pocken und juckt wie Hölle. Und die kleinen Haare, die haben auch Widerhaken. Und da bleibt man richtig mit dem Pullover dran hängen auch, aber das ist unangenehm. Klingt nicht gut. Mit was fütterst du die? Ja, mit dicken Grillen, mit Heimchen, also die kleinen fütter ich mit Fruchtfliegen noch. Aber
Da bist du richtig beschäftigt dann mit, ne? Das ist ein richtiger fast Fulltime-Job, so viel Spinnen zu füttern. Ja, ist heftig schon, ist nicht schlechter. Und die Insekten, leben die auch in deiner Wohnung, in deinem Zimmer? Ja, die zippen hier fröhlich durcheinander durch die Bude. Das muss ja wirklich stinken wie die Pest in deinem Zimmer. Nee, stinken tut halt nicht. Die sind ja in extra kleinen Büchsen abgepackt. Da achte ich schon drauf, weil wenn das stinkt, dann kann ich ja nicht in eine Bude pennen. Ne? Trotzdem, kann es vielleicht sein, dass deine Freundin, um zurückzukommen auf die Perle, das eigentlich alles ziemlich ekelhaft findet und vielleicht sogar so ein bisschen pervers, dass ein junger, dynamischer Mann mit 19 Jahren sein ganzes Zimmer mit Vogelspinnen vollhängt? Ja, ich hänge an den Viechern, ne? Ja, aber dann nehmen wir mal an, ne? Du müsstest entscheiden, die Perle oder die Spinne? Ja, das meine ich, das ist nämlich die Frage. Ne? Sag's nicht. Du würdest für die Spinne entscheiden, auf jeden Fall. Ja, Stefan, dann bist du der geborene Single-Mann, der sich mit Spinnen beschäftigt. Und dann müssen die Perlen, musst du an andere weitergeben. Ja, eigentlich schon. Da muss ich mir eine suchen, die damit auch gut klarkommt. Ja, aber es gibt ja vielleicht auch Frauen, die auch Spinnenfanatikerinnen sind. Ja, glaube ich weniger. Weniger, ja, wird's geben, aber wenige, sagen wir so, ne, ja, okay. In Deutschland. Also, alle Überredungskünste meinst du, nutzen nichts mehr bei deiner Freundin? Oder siehst du noch irgendwie eine Chance? Ja, weiß ich nicht. Ey. Ab und zu lässt sie sich ja nochmal bei mir blicken, so, aber dann nur, dass wir dann halt weggehen oder so. Ich glaube, da ist schon alles gesagt und alles gemacht, ne, in eurem Fall. Ja, eine Bude, dann kommt sie auch total selten. Also guckt mal kurz so und sagt, ah, ihr scheiß Viecher oder so. Das sagt sie dann ab und zu schon, aber... Quatscht du ihr denn die Ohren dann, wenn ihr irgendwo im Café sitzt, auch noch voll von den Spinnen? Ja, ab und zu, ey. Oh, du mit deinen Spinnen und so, weil wenn ein Kamerad kommt so, ne, ja. Unterhalte ich mich auch dann über mit denen über Spinnen, weil viele Kollegen in meinem Kollegenkreis haben sie alle da halt Vogelspinnen, ne, und dann unterhalten wir uns über Vogelspinnen und wenn Perle dann dabei ist, dann regt sie sich voll auf so. Also Stefan, richte dich mal auf ein langes, einsames Leben ein. Na, ne, so würde ich die Perspektive sehen. Du hast deine Spinnen, ist ja auch schön. Und die Frauen müssen dann leider in deinem Leben zurückstecken. Wenn du so drauf bist, wie du drauf bist. Ja, okay. Und du musst dich ein bisschen umpolen. Vielleicht ein bisschen weniger Spinnen, dafür ein bisschen mehr Frauen. Ja, naja, Gewicht. Weiß nicht, ey, die Spinnen sind cool, ey. Die gibt's ja hier nicht, ey. Hier gibt's nur so kleine. Ey. Ist ja gut, ich mag schon. Bleib du bei deinen Spinnen. Ja. Alles Gute, Stefan. Alles klar. Tschüss. Mach die Sendung gut, wollte ich sagen, ne? Danke. Tschüss. Alles klar, haust du rein. Tschüss. Gabi, 43. Gabi. Ja. Hi. Hallo Domian. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich schaue also deine Sendung des Öfteren nach. Ja. Und eben habe ich also senkrecht im Bett gesessen, als das Thema aufkam, Piercing. Mhm. Ich bin also gelernte Krankenschwester, plus seit circa 7 Jahren und seit 3 Jahren im Tattoo-Too in Essen. Das ist also ein Tattoo- und Piercing-Studio. Mhm. Und seit 3 Jahren kriege ich also... überhaupt über die ganze Zeit schon regelmäßig wirklich einen dicken Hals, wenn ich solche Sachen höre, wie gerade zum Beispiel mit dem Mädchen mit dem Zungenpiercing. Ja, warum? Die am Samstag also ein Zungenpiercing bekommen hat. Mhm. Und heute ist die Zunge also so dick, ich schätze mal, sie hat das zu weit vorne sitzen, deshalb lispelte sie also auch. Mhm. Und da kam wieder deutlich, dass also keine medizinische Risiko- und Folgenaufklärung stattgefunden hat, keine gescheite Wundversorgungsanleitung. Ich habe mich ja schon gewundert, dass sie das nicht bei einem Arzt hat machen lassen. Um Gottes Willen. Ne, das sollte man doch eigentlich, oder? Wenn. Also dazu kann ich dir nur sagen, ich habe rund ums Studio in Essen einige Ärzte, die piercen, auf Deutsch gesagt, wie die Wildschweine. Mhm. Die haben zwar das medizinische Know-how, aber unterschätzen ganz eklatant die Wunden, die den Leuten dazugefügt werden. Das wird mit kunststoffummantelten Hohlnadeln gemacht. Man nimmt da also richtig ein Stückchen raus. Mhm, ja. Und wenn die Wundversorgungsanleitung nicht stimmt und man das unterschätzt, ja, dann sind Abszesse, also Gewebehöhlen, in denen sich Eiter bildet, noch das Wenigste, was passieren kann. Was könnte denn schlimmstenfalls passieren? Zum Beispiel kann es hingehen bis zur Amputation der Zunge. Nein, wirklich? Ja. Oder wenn die Zunge so dick wird, weil man eben normalerweise, ich sage meinen Patienten oder Klienten, wie du sie nennen willst, mindestens bei der Zunge 72 Stunden Eis lutschen. Mhm. Das ist ein schleimhautummantelter Muskelsehnenstrang, das wird wahnsinnig dick, das ist ein chirurgischer Eingriff. Also ist die Zunge da wirklich schon ein sehr empfindliches Organ, ja, ne? Also es ist viel einfacher, sich was hier, diesen Nasenflügel zu piercen. Nein, das kannst du nicht vergleichen. Kann man nicht vergleichen. Weil Haut ist ja nicht gleich Haut. Mhm. Nasenflügel ist ein schleimhautepidermisches Mischgewebe, also das würde jetzt zu weit führen. Das ist ein sehr komplexes Thema. Auf jeden Fall ist höchste Vorsicht geboten, höre ich schon man aus dem. Man setzt Implantate. Ne? Mhm. Man setzt Metallteile in frische Wunden ein. Mhm. Und die heilen von innen nach außen ab, weil es Unterhautkanäle sind. Mhm.
Und was dieses Mädchen, also darum speziell ging es mir, was die also erstmal machen müsste, wäre mindestens 72 Stunden Eis lutschen. Also Jasmin. Eis komprimiert. Jasmin, schick jemanden noch zur Tanke und lass Eis holen. Ja, irgend sowas. Also auf jeden Fall. Und eine Abheilung von 4 Wochen, das ist also Schwachsinn. Zunge halt innerhalb von 2 bis 3 Wochen ab. Mhm. Im Bad Schleimhaut ist es verkrustet nicht. Mhm. Und das geht also ruppizuppi. Das ist so gesehen von der Gefährlichkeit her eines der minderen Piercings. Was ist denn das gefährlichste Piercing? Die meisten Komplikationen erlebe ich also immer wieder beim Bauchpiercing. Warum? Das ist eine Wunde im Unterhautfettgewebe, wo du also richtig Fettgewebe hast, was du zum Beispiel an anderen Stellen des Körpers nicht in dieser Form vortrittst, in der Bauchdecke. Und es ist eine Wunde, die man dem Körper zufügt, die in permanenter Bewegung ist. Stimmt, ja, stimmt. Und daraus resultiert eine wahnsinnig lange Abheilzeit. Und was ganz wichtig ist, dass die Leute eine klassische schulmedizinische Wundversorgung bekommen. Aber Gabi, wie erkenne ich denn als ganz normaler Konsument, ich will mir so ein Ding machen lassen und gehe durch die Stadt, da ist ein Studio, da ist ein Studio, ob da nun wirklich auch Leute sind, die richtig Ahnung haben? Wie erkenne ich das? Indem ich in die einzelnen Studios reingehe. Indem ich mich ganz gründlich über das Piercen informiere. Wenn ich also jetzt mich piercen lassen wollte und ich würde in ein Studio gehen, dann würde ich also zunächst einmal fragen, wie wird das gemacht? Gibt es hier eine Risiko- und Folgenaufklärung? Gibt es zum Beispiel einen Anamnese- und Aufklärungsbogen, wo auf besondere Risiken und Folgen hingewiesen wird? Was darf ich tun? Was darf ich nicht tun? Also das zeichnet ein gutes Studio aus, wenn all diese Fragen ordentlich beantwortet werden. Ja, es gibt für jedes Piercing einen besonderen Aufklärungsbogen. Klar, du hast überall andere Risiken und Folgen. Das ist wie bei normalen OPs auch. Du hattest gerade schon gesagt, interessant, jetzt habe ich gerade eine Fachfrau an der Strippe. Mehrfach in der Sendung ist schon das Thema Intim-Piercing hier behandelt worden. Hast du da vielleicht noch ein paar gute Ratschläge, auf was man da besonders achten sollte? Auf welche? Die Hygiene ist Punkt 1 bei der ganzen Sache. Und genauso wie eine Wunde im Intimbereich versorgt werden muss, mindestens 2-mal am Tag, genauso müssen alle anderen Wunden auch versorgt werden. Und wo man sich dann natürlich auch zurückhalten sollte, wenn man eine frische Wunde im Intimbereich hat, sollte man natürlich eine Zeit lang Safer Sex praktizieren, bis es komplett abgeheilt ist. Wie gesagt, die Kanäle heilen von innen nach außen ab. Das dauert etwas länger. Aber Intimbereich ist zum Beispiel so ein Punkt, den du da ansprichst. Das ist mit eines der schnellsten Abheilzeiten überhaupt. Ah, ja. Gibt es denn einen Punkt am Körper, wo du sagen würdest, aus deiner Erfahrung heraus, lass es lieber sein da? Wenn ich das jetzt ganz spezifizieren soll auf meine Erfahrung über all die Jahre, dann sage ich das den Leuten auch immer wieder. Der Bauch ist das, was in ist, was schick ist, was die Mädels, das fängt ja bei 13-Jährigen, heute hatte ich eine 13-Jährige im Studio, die kam mit ihrer Mutter, die sich den Bauch piercen lassen wollte. Die Mutter hat den Risiko- und Folgebogen gelesen, also den Anamnesebogen, hat dann gesagt, okay, warte mal lieber noch. Weil eine Bauchfellentzündung im Extremfalle immer wohlgemerkt, bei unsachgemäßer Behandlung, ist natürlich nicht gerade toll. Also Vorsicht mit dem Bauch, höre ich daraus. Richtig, Vorsicht mit dem Bauch. Was ich immer gerne pierce, ist die Zunge eben halt wegen der unkomplizierten Pflege. Und wenn man es richtig macht, trifft man also auch keine Nerven oder Speichelkanäle oder sonst irgendwas. Jetzt noch eine ganz private Frage zum Schluss an Gabi. Bist du auch gepierst? Ja. Wo denn? Aber das muss ich dir jetzt nicht sagen, ne? Okay, dann ahnen wir es alle ja schon, wenn du es nicht sagen möchtest. Ich danke für die fachkundige Auskunft und schön, dass du angerufen hast, weil viele Leute hier zuhören und zuschauen, die sich dafür sehr interessieren für das Thema. Danke dir. Alles Gute, Gabi. Ciao. Ciao. Tschüss. So, das war unsere erste Sendung in dieser Woche in der Technik Annette Bastian. Und wie gesagt, unser Thema morgen heißt die geheimen Wünsche der Männer. Vorwiegend möchte ich natürlich morgen mit Männern reden und die sollen ihr Herz öffnen und hier alles erzählen, so unter uns Männern. Aber vielleicht kann auch die ein oder andere Frau anrufen und über dieses Thema reflektieren, sprechen. Mal sehen, was morgen rauskommt. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Um 1 sind wir hier im Radio bei 1 Live und im Wiederfernsehen. Die geheimen Wünsche der Männer. Damit gehe ich jetzt schlafen. Eine schöne Nacht. Ciao.